Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte heute mit euch über meine Jahreshighlights von 2023 sprechen. Ich habe letztes Jahr auch ein Video zu meinen Top-Favoriten des Jahres gemacht und ich glaube, das werde ich auch jedes Jahr machen, weil ich glaube, das interessiert auch einfach die meisten Leute. Es wurde auch schon ein paar Mal danach gefragt. Auch auf Instagram hatte ich schon Nachrichten bekommen, ob ich das Video noch mache und wann es dann online kommt. Also hier ist das Video. Ich werde es auch dieses Mal so machen, dass ich wieder für jeden Monat mein Top-Highlight-Küre sozusagen. Also wenn ich in einem Monat, ich sage jetzt mal vielleicht 5 5-Sterne-Highlights hatte, dass ich mir dann da eins rauspicke und sage, das war für den Monat der Gewinner. Und dann am Ende gibt es dann wieder so eine schöne Übersicht, so ein Ranking, wo dann die Monate gegeneinander antreten und wo sich eigentlich der Hauptgewinner dann rauskristallisiert. Aber ich denke mal, eigentlich gibt es auch 12 Gewinner, weil es waren locker 12 richtig, richtig tolle Highlights dabei. Trotzdem finde ich das eigentlich immer ganz cool, auch nochmal untereinander zu entscheiden, welches Buch fand ich jetzt vielleicht doch ein Stück besser und wer ist so der Gewinner des Jahres. Und da habe ich auch eine schöne Vorlage gehabt, nämlich in dem Reading Journal von Kati, was ich in dem Etsy-Shop gekauft hatte. Die werde ich euch dann auch einblenden und dann, ja, könnt ihr gespannt sein. Bevor es aber mit meinen Favoriten losgeht, würde mich natürlich auch interessieren, was waren denn eure Favoriten? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Hattet ihr so ein richtiges Jahreshighlight oder hattet ihr sogar mehrere und könntet da gar nicht euch festlegen? Genau, das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ansonsten noch eine kleine Info, da ich die Frage jetzt tatsächlich auch wieder häufiger in den Kommentaren gelesen habe. Ich lese ja auch relativ viel auf Englisch, aber es gibt die meisten Bücher auch schon auf Deutsch. Ich sage es eigentlich auch immer in den Videos mit dazu, wenn es ein Buch schon auf Deutsch gibt. Falls ich es aber doch mal vergesse, dazu zu sagen, schaut bitte unbedingt in der Infobox vorbei, da verlinke ich euch immer alle Bücher, die ich im Video zeige und wenn es eine deutsche Ausgabe dazu gibt, ist auch der Link zur deutschen Ausgabe damit enthalten. Dann könnt ihr da einfach draufklicken und dann führt euch das in der Regel zu der Thalia-Website und dann könnt ihr euch das Buch mal genauer angucken und vielleicht auf die Wunschliste setzen, falls es euch interessiert, aber in der Regel sind da alle Infos zu den deutschen Büchern quasi auch mit in der Infobox enthalten, also der Link. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch endlich an. Ich gehe natürlich chronologisch vor, das heißt, wir fangen mit Januar an. Da hatte ich tatsächlich auch bloß ein einziges Highlight, also da brauche ich nicht aus mehreren auswählen. Und mein Highlight vom Januar war die Belladere Academy. Jetzt habe ich es ja auch endlich als richtiges Buch hier. Ich durfte es ja testlesen vorab und das war halt im Januar, deswegen war das schon mein Januar-Highlight, obwohl das Buch ja offiziell erst später erschienen ist. Aber wie gesagt, ich durfte die komplette Reihe schon vorab testlesen, deswegen war das auch in den jeweiligen Monats halt etwas früher schon mein Highlight sozusagen. In dem Buch geht es ja um eine elitäre Sportakademie, Belladere Academy nämlich, die ist in Monaco und dort gibt es verschiedene Sportarten, die dort gefördert werden sollen, sage ich jetzt mal. Also es gibt Turnen, es gibt Fechten, es gibt Tennis, es gibt Schwimmen, also nicht nur eine Sportart, die da in den Büchern eine Rolle spielt, sondern tatsächlich haben wir auch in allen 3 Büchern, die es in dieser Reihe gibt, unterschiedliche Sportarten, was ich sehr, sehr cool fand. Und die Haupthandlung vom ersten Buch, da geht es um Nika und um Ambrose. Ambrose ist im Schwimmteam und Nika gehört tatsächlich zum Team Fechten und das fand ich super interessant, weil ich vom Fechten vorher noch gar nichts gehört hatte. Die beiden lernen sich dann natürlich kennen. Nika kommt komplett neu in diese Welt, sie ist komplett neu in der Geschichte und im Gegensatz zu den anderen Schülern und Schülerinnen, die da an der Akademie sind, ist sie da mit einem Stipendium. Das heißt, Nika gehört eher so zu denen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben und allen, also jeden Euro, sage ich jetzt mal, dreimal umdrehen müssen. Und wohingegen Ambrose eher in so eine reiche Familie reingeboren wurde, die halt mit Geld gar kein Problem haben. Und Nika fühlt sich das erste Mal so richtig angekommen, findet dort auch schnell neue Freunde und sie hat aber ein Geheimnis, was der Ambrose dann halt rausfindet und ihr dann sagt, pass auf, ich verrate dein Geheimnis nicht, wenn du meinen Bruder datest. Und er stand schon immer in so einem Konkurrenzkampf mit seinem Bruder, der ist eine nämlich der Star der Academy schlechthin und der Beste im Schwimmteam und überhaupt. Und ihn stört das so ein bisschen, dass er immer die, ja, die Lorbeeren einheimst für alles. Und deswegen sagt er zu Nika, date ihn doch ein bisschen, dass er etwas abgelenkt ist von seiner sportlichen Leistung. Und darüber hinaus kann man sich ja vielleicht vorstellen, kommen die sich aber trotzdem etwas näher, auch wenn die Bedingungen nicht die besten waren. Und dieses Knistern zwischen den beiden fand ich einfach super, super, super. Ich habe es einfach so gespürt auf jeder Seite. Ich fand es sehr realistisch und sehr cool. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Vor allem auch dieses Academy-Setting fand ich halt richtig cool, weil man auch sehr viel davon gemerkt hat. Es wurde sehr, sehr viel erklärt.
Also so zwischen den Zeilen, sage ich jetzt mal, wenn dann Nika zu ihrer nächsten physiotherapeutischen Behandlung gegangen ist oder wenn es dann darum ging, was sie vielleicht essen dürfen oder was sie essen sollen oder was vielleicht am besten ist. Also so relativ viel zu diesem Thema der Academy wurde auch eben gesagt und das fand ich halt auch mit sehr, sehr interessant, weil ich sowas bisher noch gar nicht hatte. Ja, und dass ich den Schreibstil von Maren Vivien Hase liebe, ist sowieso klar. Sie schreibt so voller Humor einfach. Es sind so viele lustige Szenen auch da drin gewesen und natürlich auch emotionale Szenen und einfach schöne Zitate und ich liebe es einfach sehr. Deswegen ist das erste Jahreshighlight glücklicherweise die Belladeira Academy gewesen. Im Februar wird es etwas schwieriger, da hatte ich drei Highlights, nämlich einmal von Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones and the Six. Das habe ich auch so sehr geliebt. Ich mochte die Charaktere total. Es hat mich überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es so wird, wie es denn tatsächlich auch geworden ist. Ich fand den Schreibstil sehr interessant, weil es in so einer Art Interviewform geschrieben war. Alle Charaktere waren sehr individuell. Das macht Taylor Jenkins Reid in den Büchern, die ich bisher von ihr gelesen habe, immer sehr, sehr gut. Es sind nicht alles immer nur Sonnenscheincharaktere und das macht es irgendwie auch aus. Und die anderen beiden Bücher, die Highlights waren von Rebecca Ross, A River Enchanted und Fire Endless, also die Dialogie komplett mit 5 Sternen abgeschnitten. Und so interessant ich den Schreibstil zum Beispiel bei Daisy Jones and the Six auch fand, muss ich an der Stelle sagen, ich habe mich für A River Enchanted entschieden, weil es mich einfach auch so vom Hocker gehauen hat. Ein unfassbar schöner Schreibstil. Da war ich mir gleich auf der ersten Seite des Buches schon sicher, dass es ein Highlight für mich wird. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Egal bei welchem Buch, so früh in einem Buch sagen zu können, ich weiß, dass es ein Highlight wird. Ich glaube, das hat man sehr, sehr selten. Aber hier hatte ich es einfach irgendwie im Gefühl. Es hat schon direkt so mystisch, magisch und wunderschön einfach angefangen. Ich hatte mir auch hier gleich so ein paar Klebchen reingemacht und ein bisschen was reingeschrieben und unterstrichen. Also ich mache dann immer so eine durchsichtigen Sticky-Zettel darüber. Und dann kann ich da auch reinschreiben, ohne dass ich das Buch an sich verschandle. Und ich habe es einfach so genossen. Ich fand die Geschichte auch so toll. Wir haben hier so eine mystische, magische Insel, die heißt Cadence. Und da ist es so, dass Mädchen verschwinden. Unsere beiden Protagonisten, die wir hier haben, sind Adara und Jack. Und Jack ist ein Barde, das heißt, er hat so ein Musikinstrument. Ich glaube, es war eine Harfe. Und er ist schon ganz, ganz lange nicht mehr auf dieser Insel gewesen. Es ist eigentlich seine Heimat, aber er hat die als Kind schon verlassen. Und jetzt wird er halt zurückgeholt von Adara. Das ist die Erbin vom Ostteil der Insel, also diese Insel ist so in West und Ost unterteilt und sie lebt eben auf der Ostseite und sie holt ihn zurück, weil sie seine Hilfe braucht, denn nur ein Barde kann die Geister der Natur so besänftigen, dass sie sich dann Hilfe davon erhoffen. Also er soll dann quasi so ganz alte Lieder lernen und spielen, damit sie die Geister halt anrufen können, also Geister des Windes, des Wassers, des Feuers, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dass die dann vielleicht helfen, die verschwundenen Mädchen wieder zurückzugeben, weil, ja, oder eben die Informationen rauszugeben, die dann zur Aufklärung des Rätsels führen. Und ich fand es einfach so genial. Ja, also erstmal die Chemie zwischen den beiden, weil das so alte Kindheitsrivalen sind, aber sie haben sich, also es waren jetzt keine Enemies, aber es waren halt einfach Rivalen früher gewesen. Man hat aber schon gemerkt, irgendwie knistert es da trotzdem schon von Anfang an unter der Oberfläche. Und was ich dann auch noch sehr interessant fand, ist, dass wir noch ein anderes Pärchen begleitet haben, die auch noch einen wesentlichen Einfluss auf die Geschichte hatten, die wir auch oft begleitet haben, also auch Kapitel aus deren Sicht gelesen haben. Und die beiden sind schon ein Paar gewesen, also die sind verheiratet und da ist trotzdem nicht immer alles gut und Friede, Freude, Eierkuchen. Und das fand ich irgendwie auch so interessant zu sehen, dass man eben auch jemanden hat, ja, die sich nicht gerade erst kennenlernen, sondern die schon länger zusammen sind und wo es dann vielleicht auch mal kriselt und man sich selber hinterfragen muss. Ich habe es einfach unfassbar doll geliebt. Die Atmosphäre, diesen Fantasy-Anteil davon, die Charaktere, den Schreibstil, alles deswegen großes Highlight. Und übrigens, jetzt fällt es mir gerade auf, ich habe noch nicht dazu gesagt, dieses Buch gibt es auch auf Deutsch. Schaut in der Infobox vorbei, da ist die deutsche Ausgabe verlinkt. Auf Deutsch heißt es Der verwunschene Fluss. Im März hatte ich dann 2 Highlights. Das war einmal der Auftakt von Gabriela Santos de Limas Jetzt-Trilogie. Jetzt sind wir echt, hieß der. Den fand ich auch richtig, richtig toll. Ich liebe ihren Schreibstil, der ist einfach so unfassbar schön poetisch. Ich habe es sehr, sehr, sehr geliebt. Außerdem hat sie in ihren Büchern auch immer Themen, die, ja, würde ich sagen, schon relativ interessant und wichtig sind. Insbesondere in dieser Trilogie geht es ja auch um 3 Freundinnen, die so einen feministischen Instagram-Account führen, also wo sie einfach sich für gewisse Themen stark machen und das so in die Welt hinaustragen. Und das fand ich super, super cool als Thema einfach. Und wie gesagt, auch der Schreibstil und die Charaktere mochte ich auch sehr gerne. Deswegen hatte ich da die 5 Sterne am Ende gegeben. Und mein anderes Highlight, wofür ich mich dann jetzt am Ende auch entschieden habe, ist Chain of
Thorns gewesen. Das ist der dritte und abschließende Band der letzten Stunden-Trilogie von Cassandra Clare gewesen. Ich habe hier diese Umschläge von Illumicrate drum, deswegen hier steht leider vorne kein Titel, sondern nur hinten. Wenn ich es aufschlage, würde da aber nochmal der Titel stehen. Genau, Chain of Thorns. Ich hatte es auch auf Englisch gelesen, weil auf Deutsch ist es ja, glaube ich, etwas später erst erschienen. Und ich hatte mir dann vorab schon das E-Book geholt und habe es dann halt schon angefangen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht. Zur Handlung an sich kann ich natürlich jetzt hier nicht sagen, weil es der reine Abschluss ist. Aber ich kann sagen, auch hier sind mir die Charaktere alle unfassbar doll ans Herz gewachsen. Wir haben so unsere, ja, vier, würde ich mal sagen, wirklichen Hauptprotagonisten. Das sind einmal Lucy und James Herondale. Dann haben wir natürlich noch Cordelia Carstairs. Das ist die beste Freundin von Lucy. Und die hat schon so einen kleinen heimlichen Crush eigentlich immer auf James gehabt. Und dann haben wir noch Matthew und ich habe ihn so geliebt. Ich bin ganz, ganz großer Fan von ihm. Ich habe gerade überlegt, aber hier sieht man ihn leider nicht mit drauf. Auf einem der anderen Umschläge ist er hinten mit drauf. Deswegen aber hier leider jetzt nicht. Aber wir haben natürlich neben den vier Hauptcharakteren noch andere Charaktere und auch die werden so gut beschrieben, dass wir die teilweise sehr, sehr, sehr gut kennenlernen. Und ich kenne auch in der Fantasy-Welt fast niemanden, der Charaktere so unterschiedlich und so gut beschreiben kann wie Cassandra Clare. Das macht sie richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich auch schon seit Ewigkeiten gesagt, Cordelia Carstairs ist eine meiner absoluten Lieblingsprotagonistinnen überhaupt. Ich mag sie einfach unfassbar doll. Handlung war hier auch einfach nur grandios. Es gab einige Plot-Twists, es waren so spannende Stellen mit dabei. Ich meine, klar, es ist der reine Abschluss, da geht es natürlich nochmal richtig zur Sache dann. Und ich war einfach auch richtig mitgerissen. Es waren emotionale Szenen mit dabei. Ich habe es einfach unfassbar doll geliebt. Und dadurch, dass es natürlich auch eine Trilogie ist, konnten einem viele Charaktere richtig ans Herz wachsen. Ich war einfach komplett into it und deswegen verdienter erster Platz im Monat März sozusagen. Dann kommen wir zum Monat April und das war tatsächlich ein recht highlightreicher Monat. Da hatte ich nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Highlights sogar. Wobei ich auch sagen muss, eins davon war eine Dilogie, dann war Band 2 und 3 eine Trilogie und ein einzelner oder ein Auftakt einer neuen Reihe war mit dabei. Aber ja, letztendlich waren quasi zwei Autoren doppelt vertreten. Das waren nämlich zum einen Lexi Ryan mit These Hollow Vows und These Twisted Bonds und Carrie Maniscalco mit der Kingdom of the Wicked-Reihe. Da habe ich den zweiten und den dritten Band gelesen. Und dann hatte ich noch Stella Tuck, die Blackbird Academy, dabei. Bei der Blackbird Academy muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich unfassbar doll überrascht, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass es mir so gut gefallen wird. Das Buch hatte ich auch relativ zeitnah, als es rauskam, dann angefangen, weil ich bei einem Bloggerfrühstück auf der Leipziger Buchmesse mit dabei war mit Maren Vivien Hase und Stella Tuck. Und dann dachte ich mir, falls es irgendwie dazu kommen sollte, dass ich da irgendwie in der Nähe von ihr sitze und mich mit ihr unterhalte, kam es dann tatsächlich nicht. Aber falls, dann wollte ich zumindest das aktuellste Buch gelesen haben und habe mir dann Mühe gegeben, es anzufangen. Und dann fand ich es aber auch so gut, dass ich es auch unfassbar schnell beendet habe. Also ich hatte das Hörbuch mir geholt und dann noch das E-Book für die Zeiten, wo ich halt kein Hörbuch hören konnte, dass ich sofort beide Medien nutzen konnte und so schnell wie möglich das durchgezogen habe. Da ging es um so eine Art Exorzistenschule, also sowieso Dämonenaustreibungen machen oder generell auch gegen Geister kämpfen und so weiter. Und dann haben wir unsere Hauptprotagonistin Leaf und die war von einem Dämon besessen. Und bei ihr ist es aber so gewesen, dass sie danach oder dass sie während der Dämon quasi in ihr ist, trotzdem noch die Kontrolle über den Körper hat und das kommt eigentlich nicht vor. Deswegen ist es ein ganz besonderer Fall gewesen. Und sie wurde dann auch erstmal da gefangen gehalten und dann haben sie ihr halt angeboten, dass sie sie zu einer Exorzistin ausbilden können. Und sie ist dann mit ihrem zugehörigen Ausbilder etwas sich näher gekommen, wie man sich so schön vorstellen könnte. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig cool. Die Handlung war unfassbar interessant. Es ist ständig irgendwas passiert. Es kamen ständig irgendwelche Plot-Twists. Es war unfassbar lustig. Vor allem auch so diese Gespräche zwischen dem Dämon und Leaf in ihrem Kopf. Fand ich super cool. Dann fand ich natürlich auch das Setting sehr interessant an dieser Schule, an dieser Exorzistenschule. Hat mich so ein bisschen an die Schattenjäger erinnert, fand ich aber richtig cool. Und es hat einfach nur Spaß gemacht, deswegen gab es da verdient 5 Sterne. Habe mich aber nicht dazu entschieden, das gewinnen zu lassen. Auch Carrie Maniscalco hat nicht gewonnen, obwohl ich die Kingdom of the Wicked-Reihe sehr, sehr interessant fand. Die hatte ich damals auch als Buddy-Read gemeinsam mit Steffi gelesen. Und wir haben uns einfach nur gegenseitig auch so richtig reingehypt, weil wir es einfach so cool fanden. Und gerade in Band 2 und 3 ist so viel passiert und
Natürlich im dritten Band wurde dann endlich mal einiges aufgelöst, was man seit dem ersten Band schon im Hinterkopf hatte und sich gewundert hat. Hauptsächlich ging es ja eigentlich darum, dass die Schwester, die Zwillingsschwester, gestorben ist von der Protagonistin im ersten Band und sie versucht hat rauszufinden, was dahinter steckt, wie es dazu gekommen ist. Und sie hat dann aus Versehen einen der sieben Höllenfürsten beschworen und mit dem musste sie dann zusammenarbeiten. Und da hat es sowas von geknistert halt eigentlich schon seit Band 1. Das fand ich, diese Tension war einfach so spürbar und es war einfach so cool. Und im zweiten Band haben die sich dann nicht mehr hauptsächlich in der Menschenwelt aufgehalten, sondern eher so in diesem Reich von diesen Höllenfürsten. Fand ich auch sehr, sehr cool. Aber ich habe mich dann tatsächlich für These Hollow Vows entschieden. Hat so ein klein wenig Aquitar-Vibes an manchen Stellen gehabt, fand ich aber gar nicht so schlimm und hat mich endlich mal wieder richtig, richtig doll gefesselt. Hatte an manchen Stellen tatsächlich so kleine Aquitar-Vibes, angefangen schon dabei, dass es um Fae geht, dass es um verschiedene Höfe von den Fae geht und dass sie dann auch so ein bisschen zwischen zwei Männern steht, könnte man sagen. Und der eine vom Aussehen her schon recent etwas ähnlich kam, aber da hört es dann auch irgendwo wieder auf. Also es war trotzdem auch eine eigenständige Geschichte. Hier geht es um Bree, die eigentlich in der Menschenwelt lebt und ihre kleine Schwester wird dann entführt in die Fae-Welt und sie geht dann in die Fae-Welt, kommt dann an einen dieser Höfe, weil da gerade der Prinz sozusagen seine Braut sucht und nimmt dann da teil und versucht dann über diesen Weg halt länger in der Welt bleiben zu können, um Informationen zu sammeln, wo ihre Schwester, also wie sie ihre Schwester wieder retten kann, sage ich jetzt mal so. Und war sehr, 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 sehr cool. Die Handlung fand ich interessant, die Charaktere fand ich cool. Ich fand es cool, dass Bree hier so gewisse Grundsätze hatte, gegen die sie auch lange, lange Zeit nicht verstoßen hat. Also wo sie wirklich gesagt hat, nee, das ist hier so eine rote Linie, die wird hier gezeichnet und dann ist Schluss. Dass sie sich halt nicht so Hals über Kopf auch sofort in den Erstbesten verliebt hat, sage ich mal. Das fand ich auch ganz erfrischend, weil das kommt ja tatsächlich doch öfter mal in so Büchern vor, dass die dann irgendwie gefühlt hin und weg sind. Und was ich auch authentisch fand, auch wenn es für die Handlung natürlich blöd war, ist, dass sie natürlich auch nicht frei ist von Fehlern und auch hier vielleicht mal die eine oder andere falsche Entscheidung trifft, die ihr dann hintenrum wieder auf die Füße fällt, was es aber natürlich handlungstechnisch wieder spannender macht, auch wenn ich es, wie gesagt, authentisch fand und dadurch ist sie mir irgendwie erst recht sympathisch gewesen. Auch dieses Buch hatte ich, glaube ich, in sehr kurzer Zeit durchgelesen, weil ich es einfach gar nicht anders aushalten konnte. Und da hatte ich mir dann auch relativ zeitnah sofort den zweiten Band als E-Book geholt und war dann einfach hin und weg von dieser Reihe. Sie hat mir wirklich gut gefallen und beide Bände haben auch 5 Sterne von mir bekommen. Im Mai hatte ich dann auch wieder nur ein einziges Highlight, deswegen können wir hier gleich zur Sache kommen. Es war von Antonia Wesseling, Wo du uns findest. Was ich an diesem Buch so unfassbar doll geliebt habe, ist, dass es keine typische New Adult Romance-Geschichte ist, so wie ich sie bisher kannte. Nämlich, dass sich dann zwei kennenlernen, die sich ineinander verlieben. Dann gibt es vielleicht irgendein dunkles Geheimnis oder irgendein Problem aus der Vergangenheit, was sie mit sich tragen, was es dann erst kompliziert macht. Und am Ende kommen sie dann aber doch zusammen und bleiben glücklich bis an ihr Lebensende. Sondern wir haben hier ein Pärchen, was schon länger zusammen ist und was auch schon zusammen wohnt und Probleme in der Beziehung hat. Und die Beziehung dann tatsächlich auch an einem gewissen Punkt irgendwo sehr auf der Kippe steht, weil beide einfach ihre Sachen mit sich zu tragen haben und die Kommunikation zwischen den beiden einfach auch sehr schwierig sich gestaltet und sie dann halt überlegen müssen, lassen wir es an der Stelle sein oder kämpfen wir um die Beziehung, ändern wir uns vielleicht in gewissen Punkten. Und das fand ich einfach so interessant zu sehen, weil jeder, der vielleicht selber schon mal in einer längeren Beziehung war, einfach weiß, dass es da auch nicht immer alles rund läuft. Man ist nach 10 Jahren Beziehung auch nicht jeden Tag glücklich gewesen, sondern da gab es auch schwierige Phasen und an gewissen Stellen musste man vielleicht auch wirklich drum kämpfen oder da stand man vielleicht auch schon mal vor dem Aus und deswegen fand ich das einfach unfassbar authentisch. Ich habe mich in manchen Szenen auch irgendwo wiedererkannt. Ich hatte schon mehrere langjährige Beziehungen in meinem Leben und an irgendeinem Punkt war man einfach, ja, manchmal auch in einer ähnlichen Situation, hat sich vielleicht auch ähnlich gefühlt, vielleicht nicht mehr so gesehen und gewertschätzt. Denn das ist das Problem von Melina hier in diesem Buch. Melina hat so einen YouTube-Koch Account, Kanal, wie auch immer man das nennen will. Und der ist dann so, ja, viral gegangen. Und dadurch werden ihr dann so ein bisschen auch die Türen geöffnet, dass sie vielleicht auch mit größeren YouTubern in Kontakt kommt und dass sie vielleicht noch mehr wachsen kann. Und das macht ihr auch unheimlich viel Spaß. Und sie will es natürlich gerne auch mit ihrem Freund teilen. Aber das Problem ist, dass Ben mit eigenen Problemen zu kämpfen hat, die wir auch im Laufe des Buches erfahren. Das möchte ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Fand ich übrigens auch sehr, sehr gut, dass sie das hier an der Stelle mit eingebaut hat. Wird in der Danksagung übrigens auch noch mal ein bisschen mehr Bezug drauf genommen. Also lest auf jeden Fall auch die Danksagung.
Und da ist halt das Problem, dass er ihr nicht das so 100% geben kann. Er kann sie nicht 100% unterstützen, er kann nicht 100% für sie da sein, auch wenn das natürlich gerne wäre, aber in der Realität klappt das manchmal einfach nicht. Da fehlen irgendwo die emotionalen Kapazitäten auch. Ja, also fand ich sehr, sehr realistisch, sehr authentisch, konnte da mich sehr reinversetzen, auch in manche Situationen, wie gesagt, und fand den Schreibstil auch sehr, sehr schön. Deswegen Hut ab für dieses Buch. Ich habe es unfassbar doll geliebt und werde es auch immer und immer wieder empfehlen. Der Monat Juni und Juli, die waren bei mir etwas, ja, was die Menge angeht an Büchern, die ich gelesen habe, etwas schlechter. Also da hatte ich weniger gelesen. Da waren es einmal bloß 8 Bücher und einmal bloß 6 Bücher. Ich glaube, im Vergleich zum Jahr davor, wo ich dann doch etwas mehr gelesen hatte, so vielleicht um die 15 Bücher oder so, war das etwas weniger, weil ich da auch mehr unterwegs gewesen bin. Ich war im Juni mit meiner Mama in London und im Juli war ich bei meiner besten Freundin für ein paar Tage. Und dann waren wir auch im Dänemark-Urlaub und dadurch habe ich einfach nicht die Zeit so gefunden zum Lesen oder wollte mir auch die Zeit für andere Dinge lieber nehmen. Aber trotz dessen ich nur weniger Bücher geschafft habe im Juni, hatte ich trotzdem 4 Highlights. Also die Hälfte der gelesenen Bücher im Juni, 4 von 8 waren Highlights. Das finde ich jetzt irgendwie doch überraschend. Im Juni war das allererste Buch, was ich beendet habe und was dann eben auch ein Highlight war, Dark Sigils 2 von Anna Benning. Eine Reihe, die unfassbar interessant ist. Der Weltenaufbau ist sehr interessant. Die Plot-Twists sind einfach der Hammer. Also es kommen ständig Sachen, die einen so komplett umhauen und die man überhaupt nicht kommen sieht. Ich jedenfalls nicht. Die Charaktere sind allesamt sehr interessant, auch sehr vielschichtig. Wir haben hier auch eine Protagonistin, die an manchen Stellen vielleicht etwas naiv entscheidet und was einen dann vielleicht ärgert. Aber sie ist eben auch noch in einem jungen Alter. Deswegen konnte ich das da auch ganz gut nachvollziehen. Und insgesamt macht die Dark Sigils-Reihe einfach sehr, sehr viel Spaß. Deswegen große Empfehlung dafür. Habe ich mich aber nicht für entschieden. Dann habe ich noch gelesen von Katinka Engel, This is Our Time. Dadurch, dass ich bei der Blogtour damals dabei war vom ersten Band auf Instagram, durfte ich den vorab lesen. Also hatte ich den als E-Book gelesen. Unfassbar doll geliebt. Der war sowas von spannend, obwohl es ja kein großer Fantasy-Aspekt war, sondern es ist ja nur ein Romance-Buch gewesen. Aber trotzdem hat es mich irgendwie schon ab dem ersten Kapitel total gefesselt. Da ging es ja um Fern Resnick, die Praktikantin an so einem Filmset ist und über gewisse Umstände dann dazu kommt, dass sie die Hauptrolle auf einmal kriegt von der Sendung oder von der Netflix-Serie, die sie da drehen sollen. Sehr zum Ärgernis des eigentlichen männlichen Hauptdarstellers, der nämlich eigentlich gehofft hat, dass seine Ex-Freundin die Rolle kriegt, damit er vielleicht wieder ein paar Pluspunkte sammeln kann bei den Menschen draußen, denn er hat sich etwas in die Nesseln gesetzt und muss seinen Ruf so ein bisschen aufpolieren und da wäre natürlich, auch wenn es nur gefaked gewesen wäre, vielleicht aber so ein Liebes-Comeback mit der Ex gar nicht so verkehrt gewesen. Fand ich sehr, sehr cool. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, war auch sehr emotional und ich fand auch die Nebencharaktere sehr interessant, allen voran zum Beispiel der kleine Bruder von Fern, jetzt wollte ich Bruder sagen, aber auch dafür hatte ich mich nicht entschieden. Brittany Sea Sherry über die dunkelste See, das erste Mal, dass ich ein Brittany Sea Sherry Highlight hatte. Ich habe bisher ihre Bücher zwar gemocht, aber ich habe sie nicht geliebt und das war das erste Buch, wo es dann endlich mal anders war und ich weiß noch, dass ich daran so geliebt habe, dieses, wie sie so umeinander rumgeschlichen sind. Also es ging ja hauptsächlich um ein Pärchen, was zwangsläufig heiraten musste, damit sie an ein sehr, sehr großes Erbe rankommen. Und beide konnten sich am Anfang natürlich nicht so ausstehen, wie es dann halt auch so ist. Vor allem der männliche Hauptprotagonist war sehr, sehr, sehr verschlossen. Und Stück für Stück hat er sich dann aber doch geöffnet. Das fand ich einfach so schön zu sehen. Und es hat einfach so viel Freude gemacht, das mitzuverfolgen. Und es war auch wirklich sehr ergreifend und emotional. Und es hat mich einfach komplett gefesselt. Und deswegen war das das erste Buch von Brittany Sea Sherry, was ich mit 5 Sternen bewertet habe. Nichtsdestotrotz gab es noch ein anderes Buch in diesem Monat, was mich noch mehr vom Hocker gehauen hat, weil es alles hatte. Es hatte einen Fantasy-Aspekt, es hatte tolle Charaktere, es hatte unfassbar viel Humor und Witz, es hatte einen tollen Schreibstil, es hatte einen tollen Handlungsverlauf, es hatte einfach rundum alles, was es für mich perfekt gemacht hat. Und ich rede von T.J. Klune's In the Lives of Puppets. Auch dieses Buch gibt es selbstverständlich schon auf Deutsch. Ich verlinke euch auch diese Ausgabe in der Infobox. Ich hatte es damals auf Englisch angefangen, beziehungsweise nicht nur angefangen, ich habe es auch auf Englisch beendet. Und hier geht es ja um eine Welt, in der es ganz, ganz viele Roboter und Cyborgs und sowas gibt. Und unser Protagonist ist Victor, der ist ein Mensch, der wohnt bei Giovanni. Das ist einer von diesen Robotern und die haben sich ihr Zuhause schön eingerichtet. Da in der Nähe ist so ein Schrottplatz, da geht Victor oft hin und sammelt dann Teile und baut dann irgendwelche kaputten Roboter wieder zusammen. Unter anderem so ein Krankenschwester-Roboter, der hieß im Englischen Nurse Ratchet und auf Deutsch hieß der Schwester Grob oder die hieß Schwester Grob. Fand ich sehr, sehr witzig, den Namen, auch im Deutschen. Und dann haben sie noch so einen kleinen Staubsaugerroboter, der heißt Rambo. Und eines Tages wird der Vater
der Giovanni wird aber verschleppt und hinterlässt dann noch so eine kryptische Botschaft, so von wegen, komm mir nicht hinterher, such mich nicht, du sollst in Sicherheit sein. Und Victor denkt sich, aber es ist mein Papa, ich will ihn natürlich irgendwie retten. Und stiefelt dann da hinterher mit seinen beiden Robotern und sie finden auch noch so einen anderen Roboter auf dem Schrottplatz, den sie dann wieder reparieren. Der heißt Hap und was es mit dem auf sich hat, müsst ihr selber rausfinden. Aber es war eine sehr interessante Konstellation und ich habe diese Schwester grob so unfassbar doll geliebt. Die war einfach so witzig, weil die so richtig stumpf und trocken war, also so einen trockenen Humor hatte, weil sie einfach auch teilweise gar nicht gemerkt hat, dadurch, dass sie jetzt nicht so die Emotionen hat wie ein Mensch, dass gewisse Dinge Victor zum Beispiel komplett peinlich sind, wenn sie das so anspricht, so offen über Sexualität zum Beispiel spricht oder sowas und er sich nur denkt, nein, ich schäme mich hier gerade in Grund und Boden und die hat aber überhaupt kein Gespür dafür und das fand ich einfach so lustig. Ich habe es einfach total geliebt, also ich habe so viel gelacht bei diesem Buch, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hätte nie gedacht, dass das so unfassbar lustig wird. Fand ich aber sehr, sehr toll und zwischen den Zeilen, wie es bei T.J. Klune auch oft der Fall ist, steckt auch noch einiges, was er einem so mit auf den Weg gibt. Also Herzensangelegenheit einfach und das habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Im Juli hatte ich dann 6 Bücher gelesen und davon ein Highlight zumindest auch dabei gehabt und das war damals Fourth Wing. Ich habe es damals auf Deutsch als Hörbuch gehört und hatte dann, glaube ich, die letzten Kapitel aber als E-Book mir runtergeladen und gelesen, weil ich dann im Zug zu meiner besten Freundin gewesen bin und das Buch beendet habe und da wollte ich es dann halt lieber lesen. Ich wollte es damals auch gar nicht so zeitig lesen. Es war eher so, ich habe es gekauft, weil es irgendwie so gehypt war und ich dann neugierig war, warum auch alle das so krass erwartet hatten. Ich hatte irgendwie von dem Buch vorher gar nicht so viel mitbekommen, aber wo dann in der Instagram-Bubble der Hype so hochgekocht ist, das habe ich natürlich mitbekommen, deswegen hatte ich es mir dann auch bestellt. Und je mehr Hype das Buch erfahren hat, desto weniger hatte ich tatsächlich auch Lust drauf, bin ich ganz ehrlich. Es hat mich komplett abgeschreckt, weil ich mir so dachte, naja, ob ich es dann so gut finde und irgendwie wollte ich dann auch nicht die Einzige sein, die es blöd findet. Ich habe mich dann aber doch dazu durchgerungen, es anzufangen, weil ich schon bevor dieser Hype so krass war, dass es mich halt dann schon gestört hat, hatte ich mir Karten gekauft für die Lesung von Rebecca Yarros, die dann in Berlin gewesen ist im Juli. Juli oder August? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es irgendwann im Sommer. Und dann dachte ich mir, naja, ich gehe halt nicht gerne auf Lesungen, wo ich nicht weiß, um was es geht in dem Buch. Also ich will es zumindest anfangen. Und dann habe ich es angefangen und dann war ich so schnell in dieser Geschichte drin und das hat mich so doll gefesselt und mitgerissen, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte und dass ich es wirklich in kurzer Zeit durchgehört habe als Hörbuch, beziehungsweise dann den Rest halt beendet habe als E-Book. Ich zeige euch jetzt trotzdem an der Stelle die englische Ausgabe, weil ich es zum Jahresende dann nochmal rereadet habe und da wollte ich es unbedingt auf Englisch lesen, weil dann ja auch der zweite Band rauskam und der kam, glaube ich, 3 Wochen früher auf Englisch raus und ich wollte sofort weiterlesen können. Und damit ich mich dann quasi schon mal an die ganzen englischen Begriffe gewöhne, wollte ich es halt dann nochmal auf Englisch lesen. Aber wie gesagt, angefangen ursprünglich im Juli hatte ich es als deutsches Hörbuch gehört und habe es unfassbar doll geliebt. Es geht ja hier um dieses Drachenreiter-College, das Beskayat War College. Und Violet ist unsere Hauptprotagonistin. Violet ist körperlich gesehen etwas schwächer als andere, muss dafür einiges mit ihrem Köpfchen ausgleichen sozusagen, also mit ihrer Intelligenz. Das macht sie sehr, sehr gut. Fand ich auch generell sehr cool, weil es ja oftmals in Büchern so ist, gerade bei Fantasy-Büchern, gerade wenn man so an die früheren Bücher denkt, dass dann die Auserwählte auf einmal plötzlich alles konnte und super stark war und gar keine Probleme hatte gefühlt. Und hier ist es halt nicht so. Also man merkt wirklich, sie muss sich durchbeißen, sie muss kämpfen, sie muss manchmal auch mit unfairen Mitteln arbeiten, aber in dieser Welt ist halt einfach nichts komplett ungefährlich und deswegen fand ich das erst recht bemerkenswert. Generell die Fantasy-Welt, die sich hier aufgebaut hat, ist natürlich eine sehr, sehr interessante, auch umso mehr man gelesen hat, auch im zweiten Band wird es natürlich dann nochmal etwas mehr, umso cooler wurde es auch und wir haben hier auch eine Art Enemies to Lovers, denn da bahnt sich etwas an mit jemandem, mit dem sie eigentlich nicht anbandeln sollte, denn ihre Mutter hat seinen Vater getötet und sein Vater hat ihre Schwester, ihren Bruder umgebracht. Also die ursprüngliche Ausgangssituation ist nicht die beste. War aber auch sehr, sehr cool und große, große Liebe. Ich habe so viel an diesem Buch geliebt. Hatte auch ein paar kleine Kritikpunkte, aber die waren jetzt nicht so besonders. Und ich muss tatsächlich auch sagen, als ich das Buch das zweite Mal dann wirklich gelesen habe, fand ich die auch gar nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal. Deswegen große Empfehlung für Fourth Wing.
Im August hatte ich dann tatsächlich kein Highlight. Das kommt auch, glaube ich, relativ selten vor, dass ich mal einen Monat habe, wo wirklich kein einziges 5-Sterne-Highlight ist. Ich glaube, an der Masse an Highlights, die ich dieses Jahr hatte, sieht man auch schon, dass ich jemand bin, der schnell dazu neigt, sich auch wirklich mitreißen zu lassen von irgendeiner Handlung oder von Charakteren und dann auch wirklich schneller mal 5 Sterne gibt, als vielleicht jemand anders, der sehr, sehr kritisch ist. Ich bin da eher so, ich lasse mich sehr von meinen Gefühlen leiten, deswegen gibt es halt auch mal schneller bei mir die 5 Sterne. Finde ich auch nicht schlimm, aber im August war, wie gesagt, kein einziges Buch dabei, wo ich wirklich sage, das hat mich so krass gefesselt und mitgerissen und auf sämtlichen Ebenen überzeugt, dass ich 5 Sterne geben wollte. Aber ich hatte zumindest auch ein Buch mit 4,5 Sternen bewertet und da habe ich mich jetzt für dieses Buch entschieden. Es waren tatsächlich auch noch andere, aber ich lege mich jetzt auf dieses gleich schon fest. Es war von Christina Moninger, Breaking Waves Band 1, One Second to Love, und das wird eine 4-teilige Reihe, die im New Adult Romance Bereich angesiedelt ist, die aber auch so einen kleinen Suspense Faktor mit drin hat, denn hier geht es auch um eine Freundin, die vor Jahren verschwunden ist und man nie so richtig weiß, was ist mit diesem Mädchen eigentlich passiert. Und es waren 5 Freundinnen damals, die eine, die verschwunden ist, und die 4 Bücher, die wir haben, begleiten dann die anderen 4 Freundinnen. Und in jedem Buch erhält man so kleine Hinweise vielleicht darauf, was mit der passiert sein könnte, beziehungsweise es wird halt immer auf 2 Zeitebenen erzählt. Also einmal haben wir die Jetzt-Situation und einmal haben wir dann eben den Rückblick, wo die sich damals alle kennengelernt haben. Und ja, dieses Mädchen hatte, also die verschwunden ist, die Josie hieß die, mit jeder von diesen 4 Freundinnen so ein Geheimnis, was sie vielleicht auch geteilt haben oder vielleicht auch mal ein Streit, der passiert ist. Und wie gesagt, auf einmal war sie ja dann von heute auf morgen verschwunden. Keiner weiß, was mit ihr passiert ist. Und ich bin sehr gespannt jetzt schon drauf. Im 4. Band wird es endlich aufgelöst, was dann da dahinter gesteckt hat. Also diesen Wechsel aus den Zeitebenen fand ich sehr interessant. Diesen Suspense-Faktor mochte ich total gerne. Und ich mochte auch die Love Story, die jetzt hier in diesem Buch mit dabei war. Hier ging es ja um Avery und es ging hier um ihren Bandkollegen, mit dem sie ja schon seit Jahren eigentlich so hin und her und hin und her, und den sie auch schon seit Jahren so ein bisschen verschossen ist. Und eigentlich entscheidet sie sich dann, jetzt reicht's, ich kann das nicht mehr so, vor allem weil der auch verheiratet ist, ich möchte das jetzt nicht. Ich muss ihn loslassen, und er entscheidet sich dann aber in diesem Moment, hey, ich möchte jetzt doch mit dir lieber was anfangen und verlasse meine Frau. Und das ist halt einfach ein sehr, sehr ungünstiges Timing. Auf der einen Seite sie, die eigentlich sich jetzt gesagt hat, jetzt ist Schluss mit dem, ich renne dir nicht mehr hinterher, du bist emotional für mich nicht verfügbar, das wird niemals was mit uns, das war's jetzt, es reicht mir. Und er auf der anderen Seite, der jetzt quasi endlich sich selber eingesteht, dass er vielleicht was für Avery empfindet und sich dann von der Frau trennt. Also das war ein ungünstiges Timing trotzdem, eine sehr interessante Geschichte. Ich mochte sie sehr gerne, und auch wenn es nicht ganz zu einem Highlight gereicht hat, war es trotzdem mein Favorit aus dem August. Ja, was ich im August an Highlights nicht hatte, hatte ich dafür im September. Da waren es nämlich auch etliche Bücher. Da waren es 1, 2, 3, 4, 5 Highlights. Mein allererstes Highlight, was ich im September hatte, war von Julie Dorne, Fighting Fate. Habe ich extremst geliebt und war tatsächlich auch ein Reread, denn ich hatte das Buch schon testlesen dürfen, bevor es offiziell erschienen ist, bevor sie überhaupt den Verlagsvertrag damals hatte. Ich habe richtig mit ihr mitgefiebert und mich total gefreut und habe beim Reread dann auch noch mal ein paar Szenen gesehen oder gemerkt, wo doch kleine Änderungen gewesen sind. Das fand ich auch ganz interessant zu sehen, was man dann vielleicht ursprünglich mal als Idee hatte und was dann im Lektorat und Korrektorat draus geworden ist. War nicht super viel, was geändert wurde, aber ein paar Sachen waren es dann schon. Habe ich extrem geliebt. Griechische Mythologie, tolle Charaktere, interessantes Setting, denn es gibt mehrere Orte, die wir begleiten. Also Haupthandlungsort, eigentlich war es in New York. Es gibt aber auch Szenen, die in Alaska oder Ägypten spielen. Wir haben verschiedene Wesen der griechischen Mythologie, die wir auch kennenlernen, zum Beispiel Medusa, die Sphinx oder auch Pandora. Also es war einfach unfassbar interessant. Und die eigentliche Haupthandlung, was so das Grundausgangsprinzip ist, Taru ist der Sohn des Hades und der ist in New York an sein Apartment gefesselt. Er darf es nicht verlassen, ansonsten kommen die Rachegöttinnen, die Irinien, und jagen ihn und zerfetzen ihn. Und eines Tages merkt er aber durch einen Zufall, wenn Rio in seiner Nähe ist, dann können ihn die Göttinnen nicht sehen, diese Rachegöttinnen. Und er möchte natürlich versuchen, diesen Fluch zu lösen. Und deswegen versuchen die beiden, sich zusammenzuschließen. Und sie hilft ihm dann, rauszufinden, wie man diesen Fluch vielleicht aufheben kann, dass er dann doch irgendwann mal wieder frei ist. Das ist so die Grundausgangssituation. Sehr, 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 sehr coole Geschichte. Ein anderes Highlight von mir war Skogen Dynasty von Caroline Wahl. Das ist der erste Band ihrer neuen Trilogie gewesen. Crumbling Hearts heißt die. Und da geht es um dieses riesige Keksunternehmen. Koskin heißt es, glaube ich. Und in jedem Buch geht es dann um einen der Erben sozusagen. Also das sind dann halt die Geschwister zueinander, wenn man es so will.
Und im ersten Buch war es so, dass da so ein riesiger Skandal gewesen ist, was ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr die Vielleicht-Reihe von ihr gelesen habt. Denn da wurde dieser Skandal auch schon thematisiert, um einen von diesen Erben halt. Und die Familie hat dann daraufhin gesagt, reicht uns jetzt hier an dieser Stelle? Du gehst jetzt erstmal auf so ein, ich glaube nach Norwegen war das, auf so ein, wie so ein Survival-Trip oder sowas. Also, dass sie dann erstmal, dass er dann erstmal ein paar Wochen in der Wildnis mit anderen Leuten zusammen ist, ohne Internet, ohne alles, dass er erstmal da zur Ruhe kommt. Und da lernt er Nora kennen. Und Nora will eigentlich überhaupt keine Beziehung, sonst irgendwas. Und das ist jetzt auch nicht die Intention, mit der er dahin gekommen ist. Aber irgendwie kommen sie sich dann doch näher. Und so sehr sie das auch abwehrt, so sehr sie auch Angst hat davor, irgendwie schleicht er sich dann doch in ihr Herz. Fand ich auch sehr, sehr cool. Dann hatte ich noch als Highlight Holly Jackson, A Good Girl's Guide to Murder. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich sehr schwer mitgetan zwischen A Good Girl's Guide to Murder und dem Buch, was ich dann tatsächlich für diesen Monat als Gewinner habe stehen lassen. Aber es war schon echt sehr, sehr hart, weil A Good Girl's Guide to Murder war so unfassbar interessant und spannend. Wenn ihr ein Buch sucht, was euch vielleicht aus einer Leseflaute rausholen kann, ihr mögt spannende Bücher, holt euch auf jeden Fall A Good Girl's Guide to Murder. Glaubt mir, es ist unfassbar interessant gewesen. Es geht um eine kleine Stadt und unsere Protagonistin Pippa möchte einen vor einigen Jahren abgeschlossenen Mordfall wieder aufrollen im Rahmen einer Schularbeit, weil sie der Meinung ist, derjenige, der damals dafür verurteilt wurde, war es nicht. Das Problem an der ganzen Sache ist, der Junge, der es dann eigentlich gewesen sein sollte, der ist tot, deswegen, also der ist jetzt nicht im Gefängnis und sie will das neu aufrollen, sondern sie will eigentlich nur im Rahmen ihrer Schularbeit selber für sich die Klarheit haben und das neu aufwickeln, aber dem Jungen kann man damit nicht mehr helfen, weil der ist nicht mehr am Leben. Aber nichtsdestotrotz, seine Familie lebt noch und die ganze Stadt ist logischerweise der festen Überzeugung, der Junge war es und deswegen ist die Familie auch so ein bisschen ins Ausseits oder ins Abseits geschoben worden. Und sie tut sich dann auch mit dem Bruder zusammen, weil sie natürlich irgendwo auch anfangen muss zu ermitteln und geht dann erstmal zu dem Bruder hin und stellt ihm einige Fragen und nimmt das dann auch immer mit ihrem Aufnahmegerät auf und tippt das dann zu Hause ab. Und das ist einfach sehr interessant, so diese Art, wie dieses Buch aufgerollt ist, teilweise wirklich so mit diesen abgeschriebenen Gesprächen, sage ich jetzt mal, oder irgendwelchen Sachen, die sie dann daraus macht. Also diese Ermittlungsarbeit fand ich einfach richtig interessant, auch so als Ansatzpunkt. Und ihre Kombinationsgabe, wie sie dann auf gewisse Dinge kommt, wie sie dann gewisse Schritte auch weiter plant und eingeht, fand ich sehr cool. Also große Empfehlung dafür. Nichtsdestotrotz habe ich mich im September aber für Der dunkelste aller Zauber entschieden, weil mich dieses Buch auch völlig kalt erwischt hat, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass ich es am Ende so sehr lieben werde. Das ist ein Buch, in dem es um Bücher geht. Ganz speziell geht es am Anfang des Buches um ein gefährliches Grimoire, was aus einer Bibliothek ausgebrochen ist. Und hier gibt es tatsächlich verschiedene Stufen von Grimoires und die ganz, ganz hoch eingestuften sind natürlich dann so die gefährlichsten und wenn die ausbrechen, ist auf jeden Fall nicht so lustig, also da können dann auch Leute sterben und Elizabeth ist hier Teil dieser Bibliothek, also sie lebt dort und schafft es dann, dieses Grimoire aufzuhalten und soll dann befragt werden und wird dann weggeschickt in so einer Kutsche und von Nathaniel begleitet. Das ist ein Zauberer. Normalerweise mag sie Zauberer einfach überhaupt nicht. Also ist da sehr, sehr vorsichtig und auch ihm gegenüber anfangs nicht so positiv eingestellt. Aber sie lässt sich dann dahin fahren von ihm. Und als sie dann dort ankommt, wo sie befragt werden soll, ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Damit habe ich zum Beispiel schon mal überhaupt gar nicht gerechnet. Also das war, was mich auch ein bisschen sehr überrascht hat. Und der weitere Verlauf ab da war einfach sehr, 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 sehr spannend. Und es gibt hier so eine ganz, ganz große Verschwörung, die dann aufgeklärt werden muss, was man halt so am Anfang überhaupt nicht kommen sieht und wer da alles noch so mit drin steckt. Sehr, 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 sehr cool und natürlich auch ganz leichte Slowburn-Romance haben wir hier mit drin. Also zwischen Elizabeth und Nathaniel ergibt sich dann früher oder später so eine kleine Anziehung. Aber das ist, wie gesagt, eher so der untergeordnete Handlungsstrang. Das ist definitiv nicht im Vordergrund. Und es ist ja auch eher so ein Young-Adult-Romance-Buch. Also wer hier mit Spice rechnet oder darauf hofft, der ist hier auf jeden Fall an der falschen Stelle. Das gab es hier in dem Sinne nicht. Fand ich aber trotzdem ein nettes Plus und ich habe es sehr geliebt. Allein diese Atmosphäre, was man durch das Buch weg hatte, mit diesem magischen Aspekt einfach, mit den Büchern, die Liebe zu Büchern, auch dieses
Bücherthema ist zum Ende des Buches nochmal sehr wichtig geworden. Elizabeth fand ich sehr, sehr cool als Charakter und auch Nathaniel mochte ich sehr und auch Silas mochte ich sehr. Das ist wie so ein dämonischer Diener von dem Nathaniel. Ja, kann ich einfach nur jedem ans Herz legen, der ein Herz für Bücher hat. Dann kam der Oktober und das war so ein bisschen mein Grungy-Monat, also wo ich auch überwiegend so düstere Fantasy-Bücher gelesen habe und da hatte ich auch etliche Highlights. Lasst mich mal kurz durchzählen, da hatte ich auch wieder 5 Highlights in dem Monat. Angefangen, mein erstes Highlight des Monats war von Maren Vivien Hase, die Belladere Academy of Athletes Band 3 Misfits. Dazu kann ich noch nicht viel sagen, weil der jetzt erst erscheint im April, am 17.04. Vorab kann ich dazu meine Meinung natürlich noch nicht sagen, deswegen lassen wir das jetzt erstmal außen vor. Habe ich aber auch sehr geliebt und muss ich tatsächlich auch sagen, für mich so ein kleiner Gewinner der Reihe. Also ich glaube, das war der Band, der mich am emotionalsten wirklich auch berührt hat, der mich am meisten mitgerissen hat und den ich, obwohl ich auch in einer komplett anderen Situation war, wie die Protagonistin, mich quasi damit an sich gar nicht so doll connecten konnte, trotzdem hat es mich einfach komplett mitgerissen und getroffen. Und ich konnte mich durch die Art, wie Maren es geschrieben hat, einfach an die Situation irgendwie reinfühlen so richtig. Also ich habe trotzdem einfach alles so erlebt, als könnte ich es wirklich nachvollziehen. Und das hat mich sehr begeistert auf jeden Fall. Das zweite Buch, was ich sehr geliebt habe, war As Good As Dead von Holly Jackson. Das ist der dritte Band der Trilogie gewesen. Der zweite hat auch nicht ganz die 5 Sterne erreicht. Der war, ja, ich will nicht sagen schlechter, aber der hat mir nicht ganz so gut gefallen und war von der Spannung her nicht ganz so krass wie Band 1 und 3 einfach. Grundsätzlich ist es so, dass in dieser Trilogie schon in jedem Buch ein eigener Fall behandelt wird von der Pippa. Also die ist in allen 3 Büchern unsere Protagonistin. Aber ihr müsst es auf jeden Fall trotzdem nach Reihenfolge lesen, weil Dinge, die im ersten Band passieren, im dritten Band auch Reaktionen hervorrufen und die da Einflüsse drauf haben. Deswegen lest es auf jeden Fall nach der Reihenfolge. Habe ich, wie gesagt, auch sehr geliebt, ähnlich wie beim ersten Buch. Ich kann jetzt aber auch da nichts groß zur Handlung sagen, weil das etwas spoilern würde. Dann habe ich Roshani Shokshi, Last Tale of the Flower Bride. Das war eins der ersten Bücher, die ich in diesem Monat dann so als grungy Highlight hatte. Ich habe den Schreibstil unfassbar doll geliebt. Der war einfach unfassbar schön. Wie oft willst du unfassbar sagen? Ja. Eine Geschichte, in der es um ein Ehepaar geht. Als die noch nicht verheiratet waren und sich kennengelernt haben, haben die sich Hals über Kopf ineinander verliebt und auch sehr schnell geheiratet. Und die Frau hatte quasi nur eine Vorgabe für den Mann. Versuch nicht in meiner Vergangenheit rumzustochern, also lass meine Vergangenheit in Ruhe. Ne? Da ist scheinbar irgendwas gewesen, wo sie nicht will, dass das auftaucht und wie es dann aber so ist. Er kann nicht anders, er muss das irgendwie trotzdem machen. Insbesondere als sie dann in das alte Haus zurückkehren, weil dort die Tante von der Frau sozusagen im Sterben liegt, wo sie damals halt aufgewachsen ist. Und das Haus schreit irgendwie einfach nach Familiengeheimnis, Familiengeheimnis, Familiengeheimnis. Und es war einfach sehr, sehr interessant. Auch das wurde auf verschiedenen Ebenen erzählt. Wir haben auch teilweise dann die Vergangenheit von der Frau, die wir gleichzeitig kennenlernen. Und das spielt dann so parallel natürlich bis zum großen Aha-Moment, bis man endlich erfährt, was da dann passiert ist. Und es war sehr interessant einfach nur. Und ich mochte dieses grungy Setting extrem gerne. Was ich dann noch in diesem Monat als Highlight hatte, war der Abschluss der Once Upon a Broken Heart Trilogie von Stephanie Garber, A Curse for True Love. Das habe ich auch unfassbar doll geliebt, weil das eine fortlaufende Handlung ist, kann ich natürlich nicht viel dazu sagen. Aber der erste Band ist ja vor kurzem, also ich glaube im November auf Deutsch erschienen. Dass ich den sehr geliebt habe und auch den Folgeband, also den zweiten Band, hatte ich schon mehrmals erwähnt. Ich glaube, das ist jetzt nichts Neues. Also große, große Liebe für diese Reihe generell. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich weiß, dass der zweite Band auf Deutsch im Juni dieses Jahr rauskommen wird. Ein bisschen ist leider bis dahin noch. Aber ich glaube, derzeit könnt ihr Band 1 einfach mal euch anschauen. Und vielleicht lest ihr ihn und vielleicht liebt ihr ihn dann auch. Es ist auf jeden Fall auch Young Adult. Also auch da braucht ihr nicht wirklich Spice erwarten, denn das wird es nicht geben. Nur, dass ihr da nicht mit falschen Erwartungen an die Geschichte reingeht. Und das Highlight, für das ich mich aber entschieden habe für den Oktober, also was dann quasi gewonnen hat am Ende, ist auch wieder eins von diesen grungy Fantasy-Büchern geworden. Das ist nämlich Belladonna. Belladonna ist jetzt ja auch auf Deutsch erschienen. Im Januar, am 5.1. kam es endlich raus. Ich hatte es im Oktober damals schon gelesen und habe es unfassbar doll geliebt. Das war sehr, sehr interessant. Das ist ja auch so ein bisschen Mörder-Mystery, beziehungsweise ja eigentlich eher Vergiftungs-Mystery, könnte man sagen. Es geht hier um unsere Hauptprotagonistin Sinja, die
schon seit sie ein Baby ist, irgendwie immer Überschneidungen mit dem Tod hatte. Also irgendwie sind immer Leute in ihrer Umgebung gestorben und langsam wird's komisch. Also langsam reden die Leute schon darüber. Sie wurde dann halt immer weitergereicht und jetzt ist sie bei einer Familie angekommen, wo sie hofft, dass sie da bleiben kann, dass jetzt endlich mal keiner mehr stirbt, dass sie endlich da bleiben kann. Und ja, irgendwann ist sie alt genug, dass sie an ihr Erbe rankommt. Aber solange das nicht der Fall ist, muss sie halt immer so eine Art Vormund haben. Und in dieser Familie ist vor kurzem die Mutter gestorben und jetzt ist die Tochter schwer krank und sich dahin, könnte man sagen. Und Sinja macht jetzt alles, was in ihrer Macht steht, um das aufzuklären, was mit dieser Tochter ist, ob da vielleicht jemand dahinter steckt, sie zu vergiften und wer das ist, weil sie will auf Teufel komm raus in dieser Familie bleiben und sie will jetzt nicht noch weitergegeben werden, zumal die Leute dann ja noch mehr reden würden, dass das Mädchen vielleicht schon vorher krank war, bevor sie überhaupt dahin kam. Das ist egal, das sieht man dann natürlich nicht. Die Leute glauben ja auch, was sie glauben wollen. Jedenfalls war das von der Atmosphäre her, von dieser ganzen Welt, dieses ganze, wie der Tod da so mit eingewoben ist, wie sie dann so anfängt zu ermitteln. Ich fand es einfach unfassbar cool und hier waren so viele schöne Zitate auch drin. Ich habe es einfach nur geliebt. Schreibstil auch auf jeden Fall richtig, richtig schön. Wobei ich sagen muss, der Schreibstil von The Last Tale of the Flower Bride war nochmal ein bisschen schöner. Aber hier passiert halt auch sehr, sehr viel und deswegen hatte ich mich dann für Belladonna entschieden. Im November hatte ich dann 3 Highlights. Wobei eins davon, ja, hatte ich euch schon mal in diesem Video gezeigt. Das können wir also ganz schnell abhandeln. Aber ich erzähle jetzt erstmal noch das eine Highlight, für was ich mich jetzt am Ende nicht entschieden habe, was ich aber trotzdem sehr geliebt habe. Und zwar von Julie Dorne, Tempting Fate. Das ist der 2. Band ihrer Dilogie, Fighting Fate. Das war ja mein September oder eins meiner September-Highlights. Und Tempting Fate war dann im November mein Highlight. Auch da darf ich natürlich leider nicht viel zu erzählen, weil das Buch erst noch erscheint. Ich durfte es auch hier wieder vorab lesen. Habe es aber trotzdem sehr geliebt und fand es sehr, sehr cool, wie die Geschichte weitergegangen ist. Wie gesagt, das ist dann eine Dilogie, also mit dem 2. Band ist es dann auch abgeschlossen. Und die anderen beiden Highlights im November waren von Rebecca Ross, Fourth Wing nochmal, weil das ja mein Reread war. Und dann hatte ich Iron Flame gelesen. Ich wiederhole meine Worte von vorhin, ich habe es einfach nur geliebt. Beide Bücher habe ich geliebt. Ich habe mich jetzt als Monatshighlight für Iron Flame entschieden, weil das natürlich für mich ein neues Buch war und natürlich umso krasser dann die Plot-Twists auch sind, wenn man es noch gar nicht kennt. Aber inhaltlich brauche ich jetzt hier nichts zu erzählen, weil das würde natürlich spoilern. Und ich habe vorhin ja schon ganz, ganz viel zu Fourth Wing erzählt, was ich daran geliebt habe und dass es ein großes Highlight war. Und das wiederholt sich eigentlich für Band 2 auch. Hier passiert auch so viel, was einfach nur komplett mindblowing ist, insbesondere zum Ende. Und eigentlich haben meine Gedanken seitdem kaum mehr stillgestanden, weil ich mich seitdem jeden Tag frage, wie könnte es weitergehen? Und ich habe so viele Theorien schon gelesen in der Zwischenzeit und so viele, die einfach Sinn ergeben. Und es macht einfach voll Spaß, auch da zu sinnieren, was könnte wirklich noch passieren, was könnte noch alles kommen. Aber ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geliebt. Auch das hatte ich auf Englisch gelesen, damals noch als E-Book, weil ich es noch nicht als richtiges Buch hier hatte. Und das war mein Monatshighlight. Und dann kommen wir zum Dezember. Da hatte ich auch nicht so viele Bücher geschafft. Da waren 7 Bücher und 3 davon waren Highlights. Und ein Highlight war unter anderem Alice Oseman Heartstopper Band 5. Auch das habe ich nicht als physisches Buch hier, weil ich das als E-Book gelesen habe. Ich warte, bis die Fairyloot-Ausgabe dazu irgendwann mal rauskommt, was ich nur noch um Jahre handeln kann, weil Band 4 noch nicht mal mehr draußen ist. Also auch Band 4 konnte man noch nicht mal kaufen. Ich habe bisher bloß Band 1 bis 3 im Regal von Fairyloot. Aber ich bin nicht gewillt, irgendwelche anderen Ausgaben zu kaufen, weil ich hätte die schon gerne alle passend zusammen. Deswegen warte ich da noch drauf. Nichtsdestotrotz, Bill and Charlie, ich habe es einfach sehr geliebt. Heartstopper ist sowieso eine große Empfehlung für euch. Das ist auch im Dezember auf Deutsch erschienen. Ich hatte es zwar auf Englisch gelesen, aber es ist, glaube ich, mehr oder weniger zeitgleich auf Englisch erschienen. Es gibt dazu ja auch eine Netflix-Serie, auch die kann ich sehr empfehlen. Die habe ich auch mehrmals geschaut und sehr geliebt. Und es ist einfach schön, die beiden zu begleiten in ihrem Alltag, wie sie sich da verliebt haben, ganz zu Anfang. Und jetzt eben auch vielleicht mit den ersten Problemen kämpfen müssen auf dem Weg zum Erwachsenwerden, wenn es dann darum geht, an welcher Uni studiert man, könnte man dann vielleicht eine Fernbeziehung hinkriegen und so weiter. Also ich habe es einfach unfassbar doll geliebt. Ich liebe diese beiden Charaktere einfach. Ich kann es nicht anders sagen. Dadurch, dass es natürlich ein Graphic Novel ist, ist es kein Buch, was jetzt von einem krassen Schreibstil lebt, aber das braucht es auch gar nicht. Es überzeugt einfach mit der Handlung, mit den Grundideen, mit den Charakteren, mit den Problemen, mit der sich die Jugend dann eben befassen muss. Und ich habe es sehr geliebt. Wie oft willst du es noch sagen? Und meine anderen beiden Highlights im Dezember waren Divine Rivals und der 2. Band dazu, Ruthless Vows. Ich habe beide sehr geliebt, habe mich jetzt aber fürs Monatshighlight für Divine Rivals entschieden, weil es der Auftakt war und tatsächlich
Wenn beide Bücher für mich 5-Sterne-Highlights waren, neige ich trotzdem meistens dazu, eher den Auftakt zu bevorzugen, weil das einfach so das Erste ist, dass man die Welt kennenlernt, man lernt die Charaktere kennen, man verliebt sich das erste Mal in die Welt und irgendwie habe ich dann beim Auftakt meist die schöneren Assoziationen mit. Nichtsdestotrotz habe ich aber beides sehr geliebt. Und hier geht es um eine leichte Fantasy-Welt, würde ich sagen. Also es ist kein riesiger Weltenaufbau mit unfassbar vielen Fantasy-Wesen und sonst was alles, sondern es ist eigentlich eine Welt, ja, so eine ganz normale menschliche Welt. Es gibt dort aber Götter und die spielen hier eine Rolle. In dieser Welt ist es nämlich so, dass zwei Götter miteinander Krieg führen. Und wir haben hier Iris, die quasi auch ganz, ganz nahe diese Auswirkungen spürt, denn ihr Bruder möchte in diesen Krieg ziehen, weil er das Gefühl hat, die Göttin hat ihn dazu berufen und er zieht dann in den Krieg und sie weiß einfach nicht, was ist mit ihrem Bruder. Sie bleibt mit ihrer Mutter zurück und sie ist ganz, ganz traurig, weil sie ihren Bruder sehr geliebt hat. Und eigentlich wollte er ihr auch schreiben, aber ja, irgendwie scheitert es dann. Also sie kriegt keine Briefe und das lässt sie natürlich immer wieder darüber nachdenken, warum kriegt sie jetzt keine Briefe? Ist was mit dem Bruder oder hat das einfach bisher nicht geschafft oder sind die Briefe vielleicht nicht angekommen? Also so dieses Gedankenkarussell, was sich dann halt einfach immer weiter dreht. Und auf der anderen Seite haben wir aber ihren normalen Alltag. Sie arbeitet bei einer Zeitung und da hat sie sich auf die gleiche Position beworben, die auch Roman Kidd haben sollte, könnte, wie auch immer. Und die beiden sind dann erstmal Rivalen und müssen um diese Stelle konkurrieren. Und was die beiden verbindet, ist eine magische Schreibmaschine, was sie aber beide nicht wissen. Also streng genommen weiß Iris es nur nicht. Wie das Ganze funktioniert, warum die miteinander verbunden sind, diese Schreibmaschine, das erfährt man im Laufe der Handlung. Das wissen die beiden aber nicht, wie genau das funktioniert. Sondern das müssen sie auch mehr oder weniger halt selber irgendwie rausfinden, so Learning by Doing mäßig. Und bei Iris ist es so, dass sie halt einfach nur aus Trauer und Frustration diese Briefe schreibt und die halt bei ihm landen, ohne dass sie aber weiß, dass er sie kriegt. Und aus dem, was sie in diesen Briefen erzählt, kann sich Roman natürlich irgendwann denken oder relativ schnell denken, dass es Iris ist. Er antwortet ihr dann auch, aber er schreibt natürlich nicht dazu, wer er ist. Sodass Iris sich halt lange Zeit dann immer fragt. Und auf der Arbeit, wenn sie sich dann sehen, ist schon eine interessante Situation, weil sie natürlich, wie gesagt, ja nicht weiß, dass sie mit ihm schreibt. Und er aber schon. Und man merkt aber trotzdem auch so, dass es etwas knistert zwischen den beiden. Also auch bei Iris, obwohl sie Roman eigentlich nicht mögen will, trotzdem ist sie davor nicht sicher. Auch hier hat mir der Schreibstil wieder sehr, sehr schön gefallen. Das war ja bei A River Enchanted auch schon so. Den habe ich auch hier sehr geliebt. Den Weltenaufbau fand ich ganz interessant. Wie gesagt, ist jetzt keine riesige Fantasy-Welt, aber es hat schon Fantasy-Aspekte. Im zweiten Band kommt das noch etwas mehr vor, dass man nochmal mehr auf diese Götter und so weiter eingeht. Und dann mochte ich halt einfach auch Iris total gerne. Also Iris ist in die Top 3 mindestens geschossen von meinen liebsten Charakteren ever. Sie ist stark, aber auf eine andere Art stark als körperlich. Sie hat einfach eine emotionale Stärke und eine Durchsetzungskraft, die ich auch gerne hätte, definitiv. Also Iris ist einfach sehr bewundernswert. Sie ist gütig, sie ist liebevoll, sie hat ein großes Herz. Sie versucht immer alles zu tun für andere und vergisst sich dabei manchmal auch selbst etwas. Aber mit Roman an ihrer Seite kann sie daran auch vielleicht etwas mehr denken und ich habe es einfach unfassbar doll genossen. Dieses Buch gibt es noch nicht auf Deutsch, aber der Erscheinungstermin ist jetzt im März am 19.03. Also falls ihr Lust habt, Divine Rivals von Rebecca Ross zu lesen, dann gerne im März. Das erscheint bei uns im Lux Verlag. So, und dann haben wir jetzt diese schöne Übersicht des Jahres mit den Highlights, also die ganzen 12 Monats-Highlights. Da habe ich jetzt mal die Cover eingefügt von den Büchern, die ich dann quasi auch gelesen habe. Also es ist hier durchaus auch mein englisches Cover dabei, wenn ich es halt auf Englisch gelesen habe. Meine 4 Quartals-Highlights, wenn man es mal so will, also Januar, Februar, März, die Belladere Academy, der erste Band, gegen A River Enchanted von Rebecca Ross, gegen Chain of Thorns von Cassandra Clare, habe ich mich an dieser Stelle für A River Enchanted entschieden, weil es mich einfach von Seite 1 an komplett schon in den Bann gezogen hatte und ich es unfassbar doll geliebt habe. Also A River Enchanted war mein allererstes Quartals-Highlight, wenn man so möchte. Im April hatte ich ja These Hollow Vows, hatte ich vorhin übrigens vergessen zu sagen, Court of Sun heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also auch das gibt es schon auf Deutsch. Im Mai war es Wo du uns findest und im Juni war es dann das T.J. Klun Buch. Da habe ich mich tatsächlich für das T.J. Klun Buch entschieden aus dieser Dreierkette. Ich habe alle sehr geliebt. Ich meine, letztendlich wären es sonst ja nicht meine 12 Monats- oder 12 Jahres-Highlights sozusagen. Aber In the Lives of Puppets oder ich glaube auf Deutsch heißt es Die unerhörte Reise der Familie Larsen. Oder Lawson. Das habe ich sehr geliebt. Deswegen ist das mein zweites Quartals-Highlight geworden.
Mein drittes Quartalshighlight war dann zwischen Fourth Wing von Rebecca Yarros, One Second to Love von Christina Moninger und Der dunkelste aller Zauber. Und da habe ich mich natürlich für Fourth Wing entschieden. Dieses Buch hat mich einfach so lange Zeit dieses Jahres begleitet. Wie gesagt, im Juli das erste Mal gelesen. Dann habe ich da lange Zeit drüber nachgedacht, habe richtig dem zweiten Band entgegengefiebert. Als der dann rauskam, habe ich sogar noch mal vorher gelesen. Und als ich dann den zweiten gelesen hatte, war eigentlich den Rest des Jahres nur noch dieses Buch in meinem Kopf. Deswegen war es natürlich für mich hier tatsächlich einfach zu entscheiden, dass ich gerne Fourth Wing als drittes Quartalshighlight hätte. Und ich muss sagen, im vierten Quartal ist es mir eigentlich somit am schwersten gefallen zu entscheiden, weil da stand dann auf einmal Adeline Grace mit Belladonna gegen Iron Flame von Rebecca Yarros und dann noch gegen Divine Rivals von Rebecca Ross. Und das war so eine sehr fiese Entscheidung. Als erstes aus dieser Gruppe habe ich Iron Flame rausgeschmissen, nicht weil ich es nicht geliebt habe, göttisch geliebt habe ich, aber weil ich mir dachte, dass ich an der Stelle einfach nicht Iron Flame gewinnen lassen will, weil ich ja schon Fourth Wing in diesem ganzen Ranking mit dabei habe und ich mir dann dachte, ich muss es jetzt nicht doppelt und dreifach da drin haben, deswegen habe ich Iron Flame quasi als erstes rausgekantet, wenn man so will. Und dann stand nur noch Divine Rivals gegen Belladonna und da, so schwer es mir auch gefallen ist, weil beide wirklich unfassbar toll gewesen sind, habe ich mich dann für Divine Rivals entschieden als viertes Quartalshighlight. Und ich glaube, es hatte auch was damit zu tun, dass ich das im Dezember gelesen habe. Also es hätte auch gut und gerne sein können, da bin ich ganz, ganz ehrlich, weil es mir sehr schwer fällt, diese Bücher gegeneinander zu ranken. Wenn ich Divine Rivals vielleicht im Oktober gelesen hätte und Belladonna im Dezember, dass ich mich dann für Belladonna entschieden hätte, einfach weil es noch frischer im Kopf ist, die Gefühle sind noch ganz frisch da und weil man dann einfach noch mehr drinsteckt. Aber es ist jetzt Divine Rivals geworden und ich bin mit dieser Wahl auch sehr glücklich und zufrieden. Also A River Enchanted, In the Lives of Puppets, Fourth Wing und Divine Rivals standen alle gegeneinander und ich blende euch jetzt einfach mal das komplette Endergebnis ein. Als wirklich top, top, top Buch des Jahres. Ich konnte nichts anderes nehmen. Es musste Fourth Wing werden. Es musste einfach Fourth Wing werden. Ich habe es unfassbar doll geliebt. Wie gesagt, es hat mich sehr lange Zeit des Jahres begleitet. Deswegen bin ich da nicht böse drüber. Insgesamt muss ich auch sagen, bin ich sehr zufrieden mit meinem Lesejahr. Es gab so viele tolle Jahreshighlights und ich könnte kein besseres Highlight mir vorstellen für das Jahr 23 als Fourth Wing. Ja, ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich sehr über eure Meinung dazu freuen, wenn ihr die mir in den Kommentaren hinterlasst. Was sagt ihr zu meinem Jahreshighlight? Habt ihr es kommen sehen? Hättet ihr gedacht, dass es Fourth Wing wird? Oder hättet ihr vielleicht noch ein anderes Buch erwartet, was ich jetzt hier zum Gewinner kröne sozusagen? Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!